Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben in letzter Zeit schon das Video gehabt, welche Eigenschaften notwendig sind oder welche körperlichen Voraussetzungen notwendig sind, um im Bodybuilding-Sport erfolgreich zu sein. Heute möchte ich ein bisschen näher auf dieses Thema eingehen und möchte versuchen, euch Strategien zu zeigen oder den eigenen Körper anzuschauen, Stärken zu sehen, und euch zu zeigen, wie ich in der jeweiligen Situation agieren würde, um trotzdem erfolgreichen Bodybuilder aus dem vorhandenen Potenzial zu machen. Wie in dem Video habe ich das Zeug zum Bodybuilder schon gesagt, sehe ich so 6 Grundeigenschaften, die notwendig sind, um im Bodybuilding-Sport erfolgreich zu sein. Das heißt, wir haben einerseits natürlich den Knochenbau und die Knochensymmetrie. Wir haben die Ausformung der Muskeln. Wir haben die Eigenschaft, schnell Muskelmasse zuzunehmen und die Eigenschaft, Fett schnell zu verlieren. Wir haben die psychologische Zielstrebigkeit und die Konstanz und die Konsequenz. Und wir haben Spaß an der ganzen Sache. Und ich würde jetzt den Sechserpunkt noch einmal hernehmen und sagen, das ist für mich Grundvoraussetzung, wenn das nicht der Fall ist, sollte ich von vornherein wirklich erkennen, dass Bodybuilding nicht der Sport für mich ist, in dem ich erfolgreich sein werde, wenn das Ganze mir keinen Spaß macht. Also das ist eine ganz wesentliche Komponente. Was ich jedem empfehlen würde, ist einmal wirklich objektiv herzugehen, entweder mit einer Person, mit einem Coach, wo ich weiß, der hat den Überblick, oder ich habe genügend Selbstreflexion, einmal anzuschauen, wo in diesen Punkten, kann man ja ruhiger Listen machen, mit Plus und Minus, sind bei meinem Organismus, bei meinem Körper die Vorteile und wo sieht man die Nachteile? Knochenstruktur, Fettverbrennung, Muskelausformung, Muskelwachstum und, nennen wir es jetzt, psychologische Stärke. Für mich ist das der erste Schritt, um die richtige Richtung einzuschlagen und vor allem auch im nächsten Aspekt, den ich für sehr, sehr wichtig erhalte, die passende und notwendige Klasse auszusuchen, in der man erfolgreich sein kann. Also, das ist jetzt meine subjektive Meinung und natürlich ist das jetzt nicht der allgemeingültige Weg. Aber wenn ich heute zum Beispiel hergehe und ich habe eine gute Grundsymmetrie mit einem tollen Shoulder-to-Waist-Ratio, komme relativ leicht und gut in Form und habe schöne Muskelbäuche, aber ich tue mir schwer, wirklich viel Masse aufzubauen und ich laufe ewig dem Ziel nach, ein Open-Class-Bodybuilder zu werden und ich tue mir schwer, die 100 Kilo zu erreichen, ist das, finde ich, taktisch unklug, wenn man zum Beispiel nicht anfängt, sich einmal mit der Klassikphysik zu beschäftigen und mit der Klasse lieb zu äugeln. Weil das natürlich am Ende aller Tage dann das die Klasse sein könnte, in der man wirklich erfolgreich sein kann, indem man auf anderer Seite dem Ziel, ein Open-Class-Bodybuilder zu werden, ewig nachlaufen würde. Andererseits ist es so, wenn ich heute mit einer Shoulder-to-Waist-Ratio quasi eben gesegnet bin und der Baumstamm bin, auch wenn einem die Klassikphysik wahnsinnig gut gefällt, wenn ich werde in dieser Klasse am Ende aller Tage nie erfolgreich sein, sondern ich muss versuchen, so viel Masse wie möglich aufzubauen, um im Open-Class-Bodybuilding im Endeffekt erfolgreich zu sein. Das heißt, für mich ist es einmal Grundvoraussetzung, um in diesem Sport auch erfolgreich sein zu können, die eigene Genetik zu analysieren, aber in weiterer Folge auch realistisch einzuschätzen, wo sind denn die Stärken in der eigenen Genetik und in welche Klasse geht das eher. Und das ist eigentlich auch, finde ich, das Wunderbare am modernen Bodybuilding, dass wir wirklich unterschiedliche Klassen haben, die unterschiedliche genetische Vorzüge bevorzugen, ja,
und es somit am Sportler, der die Leidenschaft mitbringt und den Spaß am Sport mitbringt, und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, das ist für mich die Grundvoraussetzung, wirklich dann erfolgreich werden lässt. Das heißt, ich schaue mir wirklich an, wo liegen meine Stärken und wo liegen meine Schwächen, und suche mir dann die dementsprechende Klasse aus. Das ist für mich was ganz was Wesentliches. Das ist auch, um nicht immer nur vom Herrensport zu reden, auch beim Damensport finde ich eine ganz eine wesentliche Komponente. Wenn ich nur als Beispiel, wenn ich heute hergehe und ich lege als Mädel, und das gibt es da draußen auch sehr oft, relativ gut und schnell Muskelmasse zu, habe noch dazu ein tolles Taillen-Hüftverhältnis und ich liebe das Training und den Prozess am Bodybuilding, passe ich natürlich perfekt in eine Figurklasse, weil ich da alle Eigenschaften miteinander kombinieren kann. Wenn ich heute ein Mädel bin, das schwieriger hat, Muskelmasse zuzunehmen, aber eine tolle Linie mitbringt, dann bin ich natürlich perfekt in der Bikini-Klasse. Wenn ich mir da das Ziel setze, Figurklasse zu werden, und mir schwer tue, Muskeln zuzunehmen, ist das natürlich ein Problem. Und ich werde am Endeffekt relativ enttäuscht sein, weil ich meine genetische Stärke, nämlich die Linie, vielleicht auch die Präsentation, nicht erkenne und in der Bikini-Klasse starte. Beziehungsweise umgekehrt, wenn ich halt super leicht Muskeln aufbauen und sehr, sehr gern trainiere, bin ich vielleicht in der Bikini-Klasse auch nicht glücklich, weil da muss ich mich natürlich künstlich klein halten. Das heißt, das Erkennen der individuellen Genetik und wie ich damit umgehe, ist maßgeblich, um in diesem Sport erfolgreich zu sein. Der nächste wesentliche Punkt, den ich euch empfehlen kann mit dem Umgang der eigenen Genetik, ist es auch, Schwächen zu akzeptieren und eventuell auch an den Stärken zu arbeiten. Um ein Beispiel daraus zu nennen, wenn ich halt grundsätzlicher Athlet bin, der wahnsinnig leicht in Form kommt, der tolle Muskelreife hat, super konditioniert ist, aber Athlet bin, der tendenziell immer ein bisschen zu wenig Muskelmasse hat, dann zeigt die Erfahrung, dass es nicht klug ist, diese genetische Stärke, die Konditionierung zu opfern, um eventuell mit mehr Volumen oder mit mehr Muskeln, was am Ende aller Tag meistens nicht funktioniert, sondern es ist nur die Konditionierung schlechter, auf der Bühne steht. Konditionierte Athleten mit guter Muskelreife gewinnen in den meisten Fällen vor den massigeren Athleten. Das heißt, versucht auch, eure Stärke auszunutzen und in euer Stärke vielleicht noch ein bisschen mehr zu investieren, natürlich ohne die Schwäche zu vernachlässigen. Das ist maßgeblich, man muss da schon das Maximale rausholen. Aber ich muss am Ende aller Tag realistisch sehen, wo sind meine Stärken und die eventuell besser präsentieren und hervorheben, weil man da besser ist als andere. Und das ist am Ende aller Tag das, was die Wertungsrichter auch beeindruckt. Und dann Wettkämpfe gewinnen oder besser platzieren lässt, als man es eigentlich gern hätte. Noch ein wesentlicher Aspekt im Wettkampf-Bodybuilding ist natürlich, und auch ein bisschen so ein Punkt, wie man seine Genetik schlagen kann, ist der Faktor Präsentation, der natürlich nicht zu unterschätzen ist. Ich kann heute mit einer klugen und guten Präsentation über genetische Fehler hinwegtäuschen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich eine breite Mittelpartie habe und jetzt das nicht optimale Shoulder-to-Waist-Symmetrieverhältnis über seitliche Drehungen und dergleichen mich halt wahnsinnig gut präsentieren und somit meine Genetik ein bisschen, meine schlechte Genetik in spezifischen Punkten natürlich ein bisschen verduschen und mich so perfekt präsentieren. Ich kann heute, wenn ich die notwendige Konditionierung habe, in Gelenkstellungen, wie zum Beispiel, wenn ich einen schlechten unteren Rücken habe, wo es Muskeln oder einen schlechteren Lat habe, wo es Muskelmasse-technisch nicht so gut ist, durch eine dementsprechende Beckenkippung, wenn das die Konditionierung zulässt, den unteren Rücken verkürzen und somit eine optische Illusion erzeugen, dass zum Beispiel der Lat von weiter unten rausgeht, obwohl er das gar nicht tut,
Das geht aber natürlich nur, wenn ich die notwendige Konditionierung habe, sonst schaut natürlich der Hintern in dieser Position einfach blöd aus. Ihr seht, um auf das Beispiel von vorher zurückzukommen, ist es natürlich möglich, wenn ich meine genetischen Stärken und Schwächen oder meine strukturellen Stärken und Schwächen kenne, mittels der Präsentation das ein bisschen zu verduschen, wenn ich auch darauf achte, dass die Sachen, die ich gut kann, wie jetzt zum Beispiel eine Konditionierung, wirklich on top sind. Das heißt, als Fazit dieses kurzen Videos und als Tipp für euch da draußen, schaut euch wirklich eure individuellen Stärken und Schwächen an. Versucht die Schwächen natürlich so gut wie möglich zu verbessern, aber vergesst dabei auch nicht auf eure Stärken und geht's her und versucht euch wirklich auch ein Präsentationskonzept im Wettkampf-Bodybuilding zurechtzulegen, mit denen ihr so gut wie möglich eure Schwächen verstecken könnt, und das geht in manchen Klassen sehr, sehr gut. Verstecken könnt ihr es aber nur, wenn ihr euch denen bewusst seid. Das heißt, der objektive Umgang mit dem eigenen Körper ist in dem Sport was ganz, ganz Maßgebliches und führt dazu, dass man schneller und besser ans Ziel kommt. Konsequenz, Liebe an der Arbeit ist natürlich Grundvoraussetzung und hilft am Ende aller Tag dann natürlich genauso, um Schwächen besser zu kriegen und seine Stärken besser auszuspielen. Ich hoffe, euch hat heute dieses kurze Video über das genetische Potenzial und was man machen sollte, in welcher Klasse man starten sollte und wie man dann präsentationstechnisch auch auf seine Schwächen eingehen kann, gefallen. Und wenn es weitere spezifische Fragen zu diesem doch recht allgemein gehaltenen Video habt, postet mir es in die Kommentare und ich werde versuchen, ein weiteres Video darüber zu machen. Habt noch einen schönen Tag und macht es gut.